Hallo meine Lieben und herzlich willkommen zu einem neuen Vlog von uns. Ich habe gerade einen Vlog beendet und dachte, ich fange jetzt direkt neuen an, weil heute geht es um unseren Weihnachtsbaum. Allgemein so ein bisschen um Weihnachtsvorbereitungen. Ja, ich wollte Plätzchen backen, den Weihnachtsbaum schmücken. Ich dachte mir, ich kaufe nachher mal einen echten. Ja, ich schau mal, ob ich einen schön finde, sonst nehmen wir auch unseren, unseren Plastikbaum. Ja, ich gucke einfach nachher mal. Genau, ich war jetzt gerade bei Action und habe ein bisschen was gekauft für den Weihnachtsbaum. Wir haben natürlich auch ganz viele Kugeln und alles. Aber ich wollte diesmal oder dieses Jahr mal was anderes haben. Und habe die Kugeln auch für uns später gekauft, für unsere Wohnung. Aber jetzt wird der Tannenbaum, denke ich mal, hier bei meinen Eltern stehen. Oh, Mucki! Oh, ich wurde übrigens voll gekotzt, hab das gar nicht gemerkt. Mucki! Hey, mein Schatz! So, erstmal sauber machen. Die Kleine liegt seit langem immer wieder in der Federwiege. Eigentlich habe ich schon gedacht, die können wir wegräumen, weil sie da gar nicht mehr drin lag. Aber jetzt hat sie heute Morgen auch schon eine halbe Stunde drin geschlafen. Und jetzt ist sie doch ganz zufrieden, oder? Oder möchtest du raus, mein Schatz? Hm? Ja, sie ist ein bisschen erkältet und hat gleichzeitig noch mit den Zähnen zu kämpfen wieder. Ist ja schon 5 Zähne da. Ne? 5 hast du schon. Ja, 5 hast du schon. Ja, also ich denke, der Weihnachtsbaum wird hier unten bei meinen Eltern stehen. Aber vielleicht stellen wir ihn auch noch oben in die Wohnung, wobei das ja eigentlich gar nichts bringt, weil das ja sozusagen noch die Baustelle hat. Wir sehen den Tannenbaum ja dann gar nicht. Deswegen denke ich mal, dass wir den Tannenbaum hier unten hinstellen werden. Ich habe mal eben die Federwege in Sitzposition gemacht, das geht nämlich auch. Genau, und jetzt zeige ich euch kurz mal, was ich mitgenommen habe. Einmal eine Lichterkette, 200 LEDs, die ist irgendwie 19 Meter lang, genau. Fand ich ganz preislich, lag die bei 10 Euro, das finde ich in Ordnung, total in Ordnung. Dann Geschenkpapier, und zwar haben die im Moment dieses hier für 70 Cent die Rolle. Und das finde ich total schön hier mit diesem Papierdesign sozusagen. Und dann einmal hier mit so Merry Christmas, dann hier mit Tannenbäume und dann einmal dieses hier habe ich mitgenommen. Genau, dann habe ich für die Kleine ein Zelt gekauft. Ich wollte schon immer so ein Tipi bei ihrem Zimmer haben, aber die sind zu hoch für die Schräge. Und jetzt habe ich das hier gesehen bei Action. Und das passt genau hinten in die Ecke rein. Und ich bin so gespannt, wie das aussieht. Das bauen wir gleich auch mal zusammen auf. Genau, und dann ist hier die Tüte mit Weihnachtsbaumkram. Einmal habe ich 90 Kugeln insgesamt gekauft. Ich hoffe, das reicht. Ja, dann habe ich hier so Glitzer, was auch immer. Lametta, genau, Lametta in weiß, passend hier zu den weißen Kugeln. Genau, in weiß. Dann habe ich so eine Girlande, oder beziehungsweise zwei von diesen Girlanden. Eigentlich wollte ich die in Silber haben, aber das passt ja nicht zu den Kugeln. Deswegen habe ich die auch in weiß genommen. Dann nochmal so ein Lametta hier. Dann, und sind das hier die Kugeln. Davon habe ich, wie gesagt, 3 Pakete gekauft. Genau. Ja, damit wir so 90 Kugeln haben. Ich denke, oder ich hoffe, das reicht. Sonst hole ich da nochmal ein Paket, gar kein Problem. Das Paket kostet 50 Euro. Sind 5 Euro sind 30 Kugeln drin. Und ich habe mich für dieses Blau entschieden, ja, ne, so ein bisschen blau. Weil unser Wohnzimmer ja oben blau wird in der Wohnung. Und deswegen, ja, habe ich mich für dieses Blau entschieden. Hier ist so noch so ein Grau, so ein Kupfer. Dann Blau mit Glitzer, ein bisschen Blau, Silber und Weißglitzer. Wobei das nicht so ein richtiges Silber ist, das ist eher so ein, ja, weiß ich nicht. Ja, okay. Auf jeden Fall wird das so unser Tannenbaum. Mit den LEDs natürlich. Ich hoffe, das passt so einigermaßen zusammen. Ich habe mir da auch echt jetzt keine teuren Kugeln gekauft, weil ganz ehrlich, wenn die Kleine krabbelt, reißt sie sowieso alles runter. Deswegen, ja, habe ich da auch Plastik genommen. So, ich stehe jetzt mal hier auf unseren Weihnachtskugeln. Schauen wir mal, wie das funktioniert hier. Ich bin echt gespannt. Es war das letzte Rosa, ne? Aber da war noch so ein schwarz-weißes. Das war auch richtig schön. Das hat mir auch richtig gut gefallen, ne, Pippi? Wollen wir mal gucken, wie das hier geht? Dein neues Zelt. Hier. Guck mal. So. Ah, shit drauf, ey.
fummelt er sich hier nicht auseinander. So, ich setze die Kleine mal irgendwie in den Hochschuh, genau. Ich glaube, das ist besser. Es ist fertig, es ist ein bisschen größer, als ich es gedacht habe. Aber ich habe es geschafft. Hier hat es so ein kleines Fenster drin. Sonst finde ich es wirklich ganz schön, ganz süß. So, ich finde es auch ein bisschen doof, dass da hinten... Also ich habe jetzt hier vorne den Eingang gemacht. Das heißt, ich habe jetzt hier so das so aufgebunden, hier so. Aber hinten ist halt nichts irgendwie, um das zuzumachen. Da werde ich ihren Knopf irgendwie ranmachen. Damit sie das dazu machen kann, wäre schöner, wenn das so eine kleine Kuschelecke wird. Ja, aber sonst finde ich es auch von der Größe gut. Also man kann auch als Erwachsener drin sitzen. Das finde ich ganz gut, wenn man mal was vorlesen will oder so. Ja, hier finde ich es auch ein bisschen doof, dass das hier nicht hier so ganz fest ist, hier, sondern hier so rumschwabbelt jetzt. Aber da lasse ich mir, wie gesagt, wenn man hier so einen Knopf macht, ich denke, das wird dann schon ganz gut passen, wenn wir das hier so zumachen mit dem Knopf oder so. Ja, aber ich finde, es könnte wirklich total schön aussehen oben. Ich stelle es gleich mal nach oben, wenn die Kleine schläft. Und dann schauen wir mal, wie das Ganze aussieht. Hallo meine Lieben, es ist ein neuer Tag. Wir haben gestern Kekse gebacken, wie ihr gesehen habt. Zwei ganze Kisten, die stehen da. Und natürlich ganz viel Teig zum Naschen. Ja, und jetzt ist ein neuer Tag und ich habe gerade den Tannenbaum aufgebaut. Uns fehlte nämlich noch der Tannenbaumständer. Wir haben nämlich dieses Jahr das erste Mal einen echten Tannenbaum und deswegen hatten wir gar nicht so einen Ständer. Und ich dachte... Meine Eltern haben irgendwie alles auf dem Dachboden, da haben die bestimmt auch noch so einen Ständer irgendwo und ja, war nicht so und deswegen haben wir jetzt einen Ständer gekauft und ich habe den Tannenbaum gerade hingestellt und schon die Lichterkette reingemacht. Die ist richtig schön, wie ich finde. Ich weiß gar nicht, ob ihr das erkennt, aber das sind so kleine Lampen hier und die haben so ein... Oh Mäuschen, die haben so einen Diamanteneffekt. Oh, ich sehe das glaube ich gar nicht. Aber richtig, richtig schön sieht das jetzt aus. Ich finde das jetzt schon total traumhaft. Und genau, die kleine Motte und ich, die Kleine sitzt hier. Wir schmücken den jetzt. Wir haben ja ganz viel gekauft. Hier, das liegt hier. Und ich habe jetzt gestern noch ein paar Sachen gekauft. Und zwar bei Teddy. Einmal diese drei Anhänger hier. Die fand ich auch richtig schön. Dann habe ich noch gekauft diese hier. Die sind ja wohl der Oberhammer, oder? Richtig schön. Und den Stern, der oben drauf ist. Das fand ich richtig schön als Spitze. Und passend zu dem Stern da oben habe ich noch diese Sterne hier mitgenommen. Ja.
Auch richtig toll, oder? Ja, finde ich. Passt bestimmt ganz gut. Ich werde es jetzt mal schmücken. Und dann schauen wir mal, wie das dann aussieht. So, mein Lieben, er ist fertig soweit. Im Hintergrund läuft ein bisschen Klaviermusik, weil die Kleine dann besser schläft. Schläft nämlich gerade in der Federwiege. Ja, so sieht er aus. Ich bin echt begeistert. Genau so habe ich ihn mir vorgestellt. So, ich bin mit euch nochmal eben in die Küche verschwunden. Und zwar haben wir nämlich ein Stoffwindelpaket bekommen. Ich weiß, einige werden schon wieder sagen, oh mein Gott, schon wieder Stoffwindeln. Aber ganz ehrlich, ja, ja, genau, Stoffwindeln. Mir wurde vorher gesagt, es macht süchtig und ja, es macht süchtig. Aber auch ein paar Sachen, die wir brauchten. Und zwar das ist nämlich dieses Teil hier. Erstmal bestellt habe ich bei Stoffiwelt. Ich verlinke euch auch alle Produkte unten in der Infobox, solange sie noch vorrätig sind. Ich versuche mal alle Muster noch euch in der Infobox zu verlinken. Dann könnt ihr da einfach mal vorbeischauen. Erstmal, was wir brauchten, war eine neue Wollschlupf. Und da habe ich mich für diese hier entschieden. Die wir jetzt haben, ist in 74,80 und die wird langsam schon zu eng. Deswegen habe ich jetzt eine in 86,92 mitgenommen. Und zwar ist die in Anthrazitgrau von Disana. Das sollen wohl wirklich die besten sein, weil die einfach ja, sich nicht so leicht verformen, hier oben nicht so leicht ausleiern und sich immer dem Kind richtig schön anpassen. Dann habe ich nochmal mitgenommen eine Prefall von Avo und Cardo. Prefalls braucht man auch immer und Avo und Cardo, genau. Ich merke jetzt, bei den kalten Temperaturen brauchen unsere Stoffwindeln wirklich 5 Tage auf der Leine zum Trocknen. Und ja, da merke ich auf jeden Fall, wir brauchen mehr Prefalls, weil jetzt sind alle meine Prefalls auf der Leine. Und ich habe fast keine Prefalls mehr. Ich muss jetzt nur noch, also ich wickel jetzt schon seit 2 Tagen nur mit Mullwindeln. Und genau, deswegen habe ich gesagt, komm, kaufe ich nochmal 2 Prefalls dazu. Einmal dieses hier, diese hier von Avocado. Das ist 100% Bio-Baumwolle. Und die sind auch wirklich richtig toll. Also von Avocado machen mit Blümchen wirklich die besten Prefalls. Und XKKO, die machen auch richtig gute Prefalls. Das sind so meine 3 Lieblingsmarken, was Prefalls angeht. Die schrumpfen auch nicht, die verformen sich nicht, die werden nicht hart, die sind einfach Bombe. Ja, da habe ich wie gesagt 2 Stück mitgenommen. Verlinke ich euch auch wie gesagt alles in der Infobox. Ich glaube, da kostet eine um die 4 Euro. Das finde ich auch völlig in Ordnung. Dann haben so viele Leute geschwärmt von den Little Lamp Einlagen. Ja, und jetzt habe ich mich endlich mal dazu gerungen, die zu bestellen, weil ich war einfach immer zu geizig, muss ich ganz ehrlich sagen. Also, ja, die sind halt schon etwas teurer, aber da schwärmen einfach so viele von und ja, deswegen habe ich es jetzt einfach mal mitgenommen. Ja, so sehen die aus, die Little Lamp Einlagen, und zwar sind die aus 90% Bambusviskose und 10% Polyester.
Und die sind eben zum Boosten, beziehungsweise kann man die auch oben rauflegen. Diese fein gerippte Optik hier fängt eben den Muttermilchstuhl gut auf, damit er nicht so an der Seite rausglitscht. Ist ein bisschen eklig, aber ist einfach so, ne? Also diese raue Oberfläche hier hält es eben so ein bisschen auf. Und ich bin echt gespannt, wie die sind. Also so weich sind sie auf jeden Fall, ne? Also viele sagen, die sind so ultra weich und ja, die sind wirklich richtig weich. Ja, mal schauen, wie die sind, was Boosten und so angeht. Das ist jetzt ein 5er-Paket und das habe ich direkt zweimal mitgenommen. Eins davon kostet, glaube ich, 16 Euro. Ja, dann brauchen wir auch unbedingt nochmal Nachtwindeln. Nachtwindeln sind ja diese Höschenwindeln, wo man auch die Schlupfis drüber zieht. Oder man kann auch eine Überhose drüber ziehen oder ein Cover, aber dazu kommen wir gleich. Aber ich... Oder die Kleine trägt in der Nacht immer die Wollschlupf. Die sind nämlich am bequemsten, da schnürt nichts ein, da drückt nichts. Das ist wirklich sehr angenehm. Und da habe ich mich hier für diese Höschenwindel entschieden von Petit Loulou. Ich habe ausschließlich Höschenwindeln von Petit Loulou und Anavi. Anavi sind meine Lieblingshöschenwindeln und Petit Loulou wirklich meine Zweitlieblingshöschenwindeln. Und ich habe mich hier in dieses Design verliebt. Das ist so mit so Igeln. Richtig schön mit so Pilzen und so ein bisschen herbstartig eben. Fand ich richtig toll. Und da, das sind eben diese Höschenwindeln für die Nacht, weil die einfach komplett aus saugstarkem Material bestehen. Und da muss man auch immer eine Überhose oder eine Wollschlupf eben drüber ziehen, weil sonst läuft die aus. Also hier ist eben nicht wasserfest oder so, sondern das läuft hier einfach aus dann. Und wenn ihr die auszieht aus der Nacht sozusagen... am Morgen, dann ist die auch komplett nass. Ja, und hier haben wir einmal so ein Fließliner drin, glaube ich. Richtig weich, schön kuschelig. Wusste ich gar nicht, dass der dabei ist. Dann, oh, ist auch eine neue. Ja, und dann haben wir hier einmal eine eingeknöpfte große Einlage. Und da habe ich mich, wie gesagt, hier für diese Nachtwindel entschieden. Kann ich euch auch wirklich empfehlen. Die Kleine hält da 13 Stunden locker dicht. Also mit dieser Nachtwindel und, dieser Schuhe wollen, Überhose, ja, ist ja so. genau, also in dieser Kombi hast du das in der Nacht immer an und es hält wirklich 13 Stunden locker dicht. Ja, dann machen wir weiter mit den Covern, die ich gerade schon erwähnt habe. Und zwar sind meine Lieblingscover von Rumbaroo. Und da habe ich mir einmal dieses Design ausgesucht. Das wollte ich unbedingt schon haben, schon immer wollte ich es haben. Aber immer, wenn ich bestellt habe, waren die ausverkauft. Ja, das sind so Leuchttürme und wir fahren ja so gern immer an die Nordsee zum Urlaub machen und da passt das natürlich perfekt. Und genau, da habe ich mich einmal für dieses Cover hier entschieden, ist in One Size, also das könnt ihr auch hier schön verstellen. Und das passt dann auch wirklich von Newborn bis windelfrei. Und ich liebe die Teile, also das ist auch wirklich jetzt ein Cover, keine richtige Überhose. Weil die haben eben keine Laschen, ne? Also das ist wirklich nur so, da könnt ihr keine Prefoil reinstecken oder so. Klar, man kann die auch mit einer Prefoil benutzen. Das mache ich auch ganz oft. Mir ist da noch nie was rausgerutscht. Ihr müsst die nur hier schön dann hier hinlegen, ne? Und dann halt rum ums Kind. Das ist gar kein Problem. Aber ich wickel damit immer um das Kind herum. Das heißt mit Mullwindeln. Genau, einfach um das Kind herum. Snappy rein und dann kommt dieses Cover drüber. Oder wenn mal die Wollschlupf in der Wäsche ist, dann kann man auch diese Covers über die Nachtwindeln packen. Das ist auch gar kein Problem. Genau, und da habe ich mir auch nochmal dieses Design ausgesucht, auch passend zur Nordsee mit so kleinen Krabben. So, dann habe ich mich auch noch, oder wie gesagt, ich liebe einfach diese Rumbaroos-Windeln. Also das ist wirklich, wenn ich könnte, würde ich mich komplett mit den Rumbaroos ausstatten. Weil die sind einfach genial, also wirklich, ich liebe die. Und mein Lieblingsshop dafür ist auch wirklich Stoffiwelt, weil Stoffiwelt ist, glaube ich, einer der einzigen Shops, die wirklich richtig vertreten. Und das ist jetzt eine Pocketwindel, da haben wir auch schon zwei, glaube ich. Und da habe ich mich auch für das Leuchtturmdesign entschieden. Eigentlich hätte ich da gern, welches Design wollte ich da haben? Oh, da gibt es ein Design, das wollte ich unbedingt haben. Ich glaube das hier. Ich glaube, das Sebastian-Design wollte ich haben. Genau, das Design wollte ich haben als Pocketwindel, gab es aber nicht. Deswegen habe ich mich hier für das Hope entschieden. Das ist nämlich das mit dem Leuchtturm. Genau, und das hier ist eben die Pocketwindel. So sieht es aus. Was ich hier einfach genial finde bei diesen Windeln, ist dieses, ja, unsichtbare doppelte Beinbündchen. Und zwar das hier. Seht ihr das?
Das ist einfach so eine kleine Kammer jetzt hier und da läuft nichts aus. Bei mir ist diese Windel noch nie ausgelaufen, wirklich. Noch nie ist da irgendwas ausgelaufen, weil sie hier eben dieses doppelte Beinbündchen hat. Das ist einfach so genial. Also warum da nicht alle drauf kommen, ne? Das ist wirklich richtig genial. So, dazu gibt es dann auch noch diese Einlagen hier. Dann habe ich mich für noch ein Rumble entschieden. Und zwar, wie gesagt, wollte ich ja eigentlich dieses Design, aber das gab es ja nicht. Und deswegen habe ich mich für dieses Design entschieden. Das fand ich auch ganz süß. Ja, das ist mit so Bergen und ja, so ein bisschen Wildnis, Campen. Ja, fand ich auch ganz süß. Mal was anderes. Und das ist genau dasselbe. Und auch hier haben wir einmal die Einlagen mit dabei. Also einmal genau das gleiche. Auch in One Size alles. Und dann habe ich bei eBay Kleinanzeigen diese Thirsties entdeckt. Mit diesem Design, mit den Elefanten hier. Und ich finde es manchmal ein bisschen frech, was Leute für gebrauchte Stoffwindeln benutzen, die ja manchmal schon 3 Jahre verwendet werden. Und deswegen habe ich gesagt, nö, dann kaufe ich die lieber neu und habe mich deswegen hier einmal für diese All-in-One noch entschieden. Und die ist so weich, ne? Oh Gott, ich liebe das. Ja, das ist jetzt die All-in-One von Thirsties, auch eine meiner Lieblings-All-in-Ones. Davon habe ich jetzt schon 5 Stück, glaube ich, und die sind einfach so toll. Die haben hier 2 Einlagen, die sind eingenäht. Und ja, einfach klasse, wirklich. Könnt ihr auch richtig gut boosten. Entweder ihr legt hier was zwischen oder hier sind extra noch so Laschen, wo ihr was reinstecken könnt. Also auch echt richtig tolle, wie sagt man? All-in-Ones. Also wirklich richtig tolle All-in-Ones. Kann ich wirklich nur empfehlen, wenn jemand auf All-in-Ones umsteigen möchte oder wenn jemand nur mit All-in-Ones wickeln will, dann schaut auf jeden Fall bei Thirsties vorbei. Oder eben bei Stoffy Welt, da gibt es ganz viele. Rumble Roos sollte auch mal All-in-Ones finden. Das wäre mal was. Ja, genau. So, und das war's auch. Das war alles, was ich jetzt bestellt habe bei Stoffy. Ich verlinke das alles in der Infobox, dann könnt ihr da vorbeischauen. Und genau, das brauche ich gar nicht alles einpacken. Ich kann jetzt gleich in die Wäsche. So, meine Lieben, wir sind jetzt schon seit Tagen dabei, alles zu dekorieren. Und irgendwie ist das hier so ein Sammelvlog. Ich filme einfach alles, was so zum Thema Dekorieren zu tun hat und so. Und, Gott, Kleine isst gerade eine Weintraube. Richtig süß. Ja. Genau, und wir sind gerade drauf und dran, noch den Rest zu dekorieren. Wir haben jetzt noch den Karton vom Dachboden geholt mit den ganzen anderen Dekorationssachen von den letzten Jahren und so. Und oh, immer bin ich hochgegangen, bin ich voll aus der Puste. Und dekorieren jetzt so ein bisschen noch das Wohnzimmer und so. Küche haben wir gestern auch schon ein bisschen dekoriert. Ich filme mich das nachher alles ab, schneide das rein. Und dann seht ihr das auch. Ja, das machen wir jetzt noch das Wochenende lang. Gleich kommt Felix schon von der Arbeit, dann geht er bestimmt auf die Baustelle. Ja. Und ich habe auch schon ein bisschen diesen Vlog hier geschnitten, ein bisschen angefangen und die Nächte sind im Moment richtig Katastrophe mit der Kleinen. Also sie meint immer, sie müsste ab 2 Uhr einfach wach sein und spielen wollen. Das geht dann bis um 6. Um 6 schläft sie dann wieder ein und kurz nach 6 klingelt der Wecker von Felix. Ich glaube, ihr könnt euch ja ahnen, wie es mir geht. Das ist so niedlich. Seht ihr, wie sie in dieser Weintraube rumlutscht? Ja, den Strampel habe ich schon so lange und den habe ich immer aufbewahrt, weil ich dachte, irgendwann kriegst du ein Mädchen und jetzt trägt sie den einfach. Ja, dreh dich einfach rum. Ja, okay, dreh dich einfach rum. Na gut, dann dreh dich einfach. Lecker. Schmeckt es gut? Scheint gut zu schmecken. Haben wir mal wieder was gefunden, was sie mag. Yummy. Sehr schön. Ja, heute sind wir auch noch auf einer Weihnachtsfeier und deswegen habe ich gar nicht so viel Zeit zu dekorieren, aber ich versuche die Zeit produktiv zu nutzen. Ja. Und es ist einfach so krass, wie schnell die Wochen vergehen. Also man muss sich mal überlegen, es ist schon wieder Wochenende. Ja, so schnell geht das. Gut, ich will mich jetzt mit der Kleinen wieder ans Dekorieren machen. Die Kleine hat gerade mal ein bisschen geschlafen.
Aber genau, und dann geht's nachher auch schon los auf die Weihnachtsfeier. So schöne Bibi. So ein schöner Baum. Schau. Schau, wie schön er leuchtet. Schick, ne? Nein, lass die Kugeln dran. Hey. Haha. Was machst du da? Was machst du da? Hier. Das ist unsere Draußen-Deko. Wir haben da immer nicht so viel, aber ich denke, das reicht auch. Hier haben wir noch so eine Lichterkette. Sieht auch richtig schick aus. Und hier haben wir so einen Projektor. Der ist ganz neu und der wirft eben hier diese Schneeflocken hin. Richtig cool, oder? Ja, richtig schick, ne? Ja, hier haben wir eben noch so einen Kranz hier um unser Vordach herum. Finde ich auch richtig schön. Und sonst war es das auch. Wir haben da hinten am Tor noch ein bisschen was, aber das sieht man jetzt im Dunkeln nicht. Aber genau, das ist unsere Draußendeko. Hier steht unser wunderschöner Weihnachtsbaum. Ich liebe den einfach. Der ist so schick. Da unten stehen noch zwei so, weiß nicht, Pyramiden, glaube ich, nennt man das. Ich weiß nicht, wo wir die noch aufstellen werden. Mal schauen. Sonst sind wir soweit fertig. Ja, hier haben wir auch noch relativ viel Fensterdekoration. Hier solche Fensterbilder. Wie nennt man das? Ja, leuchtet halt, ne? Ja, und hier ist auch noch ganz viel Weihnachtszeug. Ganz viele Lichterketten und so. Mal schauen, wo das nachher alles noch landen wird. Ja, hier hinter mir seht ihr auch so zwei Pyramiden. Die sind auch richtig. Die haben wir hier auch jedes Jahr stehen. Lia! Ja, meine Lieben, und dann würde ich mich auch für diesen Vlog verabschieden. Ich vlogge morgen wahrscheinlich nochmal, weil Felix und ich morgen 5 Jahre zusammen sind und wir da ein bisschen was unternehmen wollten. Und genau, und wir wollten ein bisschen was unternehmen und dann dachte ich, glaube ich, auch so ein bisschen mit, mal gucken. Und wenn wir noch irgendwas an Weihnachtsdeko aufbauen, zeige ich euch das auch auf jeden Fall noch. Aber ich denke, der Vlog ist jetzt erstmal lang genug. Ich hoffe, euch hat er gefallen und dann bis zum nächsten Mal. Tschüssi!